Assalamu alaikum, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Samstag, der 27.06. und Samstag bedeutet Interview-Time. Allerdings werden wir heute nicht nur eine Person interviewen, sondern gleich mehrere, denn der liebe Nabil Kisani, der Leiter und Gründer von Im Leben TV und ich, werden in die Düsseldorfer Innenstadt gehen, genauer gesagt in die Shadowstraße in Düsseldorf und werden dort Street-Interviews führen. Wir werden dort einen kleinen Stand aufbauen und werden dann die Passanten interviewen. Ich werde jetzt nach Düsseldorf fahren und werde dort Nabil antreffen. Und ja, seid gespannt. Ich bin auch gespannt und ich würde sagen, los geht's. So, mein Teamkollege Ernest und ich sind am Treffpunkt angekommen. Hallo. Hier steht auch schon unser Tisch mit unseren Flyern und der Kamera. Wir haben alles schon aufgebaut. Wir warten jetzt auch noch auf einen anderen Teamkollegen. Dann fangen wir so langsam an mit den Interviews. Und hier ist unser Leiter und Gründer von Im Leben TV. Er ruht sich noch ein bisschen aus, bevor die Arbeit anfängt, es sei ihm gegönnt. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und hoffen, dass wir ein paar nette Interviews führen können. Und inshallah hält das Wetter auch, das wäre natürlich wunderbar. Und ja, seid gespannt. Go! Los! Also, guten Tag. Hallo. Wie heißen Sie? Ich bin der Simon. Hallo. Okay, grüß dich. Erste Frage, kennen Sie Marokko? Ja. Okay. Ich war noch nie wo da. Liegt Marokko eigentlich? Nordafrika. Okay. Hätten Sie mal Interesse, da Urlaub zu machen? Ja, wollte ich immer, aber bin noch nie dazu gekommen. Okay. Haben Sie Bekannte aus Marokko, Mitschüler? Ich habe einen Freund. Seine Eltern sind Marokkaner. Was kennen Sie über Marokko als Land, als Volk zum Beispiel, als Kultur? Ja, von der Kultur kenne ich nicht so viel. Also ich, ein bisschen kenne ich davon, aber weiß ich jetzt nicht, wie viele Leben haben. Aber als Urlaubsland, ja, viele Deutsche machen ja, das weiß, viele Touristen. Okay, schön. Letzte Frage, kommen Sie aus Düsseldorf? Ja. Kennen Sie Oberbeam? Mhm. Kennen Sie Klein-Marokko? Ja. Wo liegt denn Marokko? Ich meine, da in der Nähe von der Mintrop-Straße. Ja, ja, Ella-Straße. War ich schon mal da an Schopf oder so? Nee, da war, hat mein Vater zu. Schön, okay. Sie wissen, dort erleben viele Marokkaner, yeah, yeah. Kommen Sie mal da vorbei. Okay, aber nur eine ganz kurze Frage. Also diese kleine Marokko ist immer in den negativen Schlagzeilen. Ich weiß, Sie aber also ich gehe da seit 18 Jahren durch. Okay, kein Problem. Quasi wöchentlich und ich hatte da noch nie ein Problem. Okay, super. Also. Das freut uns, dass Sie mich gemacht haben. Ich wünsche einen schönen Tag nochmal. Ja, danke. Tschüss. Okay. Hi. Hi. Kannst du dich einmal vorstellen? Oh. Ich bin die Dila, ich bin 25 Jahre alt und studiere in Essen. Ach, du bist gar nicht aus Düsseldorf? Ursprünglich schon, bin aber nach Essen gezogen für Schule. Achso, okay, aber du bist wahrscheinlich regelmäßig dann auch hier und... Genau. Also eigentlich komme ich sogar aus Oberbilk. Achso, cool. Lebe da, genau. Okay, also du kennst du Marokko? Ja, ich war sogar 2018 war das, in Marokko, genau. Und habe da Marrakesch besucht und noch zwei andere Städte, ja. Okay, was gefällt dir denn besonders an der Kultur in Marokko? Also, was mir spontan einfällt, ist der Humor und die offene Art und die schöne Kultur natürlich. Also halt, wenn man an Marokko denkt, denkt man immer an diese orientalische Einrichtung und genau, das gefällt mir halt am meisten. Dann kennst du wahrscheinlich auch die Ella-Straße, also das marokkanische Viertel. Ja, das kenne ich, ja. Da warst du aber wahrscheinlich schon. Ja, total oft. Also wir wohnen ja dort in der Nähe auch. Meine Mutter und ich gehen da auch regelmäßig dann einkaufen gemeinsam, genau. Okay, super. Und ja, ansonsten hast du soweit mal gute Erfahrungen jetzt mit Marokkanern hier in Düsseldorf gemacht oder jetzt in der Umgebung? Ja, auf jeden Fall. Meine Mutter und ich sind sogar ziemlich dankbar dafür, dass es die Ella-Straße gibt, weil es Angebote gibt, die sie halt im deutschen Raum oder im deutschen Markt so nicht geben wird. Also was zum Beispiel die Gerichte angeht, die meine Mutter dann vorbereitet. Die gibt es dann halt so gar nicht und durch die Ella-Straße gibt es dieses Angebot, wofür wir eigentlich sehr dankbar sind und vor allem durch die Sprachbarrieren, die dann dort aufgehoben sind einfach. Also man könnte immer meinen, ja, dort herrscht so die totale Parallelgesellschaft, aber Deutschland realisiert gar nicht, dass dadurch für ein Teil der Gesellschaft in Deutschland ein Raum geöffnet wird, auch halt am gesellschaftlichen Geschehen teilzunehmen. So. Und so. Dort an der Ella-Straße sind ja nicht nur Supermärkte oder Hochzeitsleben, sondern dort sind ja auch Kulturvereine, Reisebüros, Übersetzungsbüros und so. Und dort werden ja auch Probleme behandelt, die so hier zum Beispiel auf der Köln nicht behandelt werden könnten.
ja. Ja, und ihr seid ja keine Marokkaner, ne? Woher kommt ihr ursprünglich? Ich bin Kurdin aus dem Irak. Ja, sehr schön. Es ist auch schön zu sehen, dass ja, das Interesse auch so groß ist an Marokko und dass ihr so ein gutes Gefühl auch habt hier in Düsseldorf und in der Ellerstraße, vor allem auch mit den Marokkanern. Und, genau. Ja, vielen Dank fürs Interview. Okay. Ja, schönen guten Tag. Danke, dass Sie bei dem Interview mitmachen. Ich stelle Ihnen ein paar Fragen über Marokko. Haben Sie schon mal über Marokko was gehört oder kennen Sie das Land? Naja, wirklich kenne ich. Also ich habe noch nicht besucht, aber man kann in Reportagen, wenn man irgendwo sieht, sieht es immer sehr gut. Es scheint ein sehr hübsches Land zu sein. Ja, also Sie haben Sie schon mal Marokkanisch gegessen oder irgendwie sind Sie schon mal mit der Kultur in Verbindung gekommen? In irgendeiner Art und Weise? Gegessen haben wir schon mal in Japan. Und Sie fanden das Essen wahrscheinlich sehr lecker und die Leute wahrscheinlich im Restaurant sehr nett. Sehr zuvorkommend. Ja. Kennen Sie das marokkanische Viertel in Oberwil? Nee. Also die Ellerstraße, das ist direkt hin. Ellerstraße, okay. Dass das jetzt ein marokkanisches Viertel war, war uns jetzt nicht bewusst. Genau, also man sagt, es ist ein marokkanisches Viertel, also klein Marokko, weil es dort sehr viele marokkanische Läden gibt, also überwiegend marokkanische Läden, marokkanische Restaurants, marokkanische Friseure, Reisebüros und so weiter. Und ja, das ist halt wie klein Marokko sozusagen. Also, ja. Kennen Sie den Marokkaner? Also haben Sie Kontakt zu Marokkanern, so privat? Und würden Sie sagen, dass die Marokkaner sich hier ja, auch integrieren und gut zurechtkommen und dass man sich gut mit ihnen versteht? Ja, es gibt sicherlich Menschen, die sich integrieren und die gut zurechtkommen, aber die gibt es in allen Nationen. Also ne, es gibt immer gute und schlechte und ja, das kann man eigentlich gar nicht nur sagen und dann pauschalisieren. Das kommt immer aufs Herz an, ne? Wie so jemand ist. Genau, einfach auf die Sympathie, auf den ersten Blick, wie man jemanden findet. Super, vielen Dank, das war's schon. Ja, sehr ich danke gerne. Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Viel Erfolg. Danke. Dankeschön. So, schönen guten Tag. Können Sie sich einmal für die Zuschauer vorstellen? Oh, ja, mein Name ist Annette Deitert und komme aus Dortmund. Hier im schönen Düsseldorf zum Bummeln. Achso, also ja. Sie wohnen in Dortmund und sind hier in ja. Düsseldorf zum Bummeln. Genau. Lohnt sich auf jeden Fall. Also Düsseldorf ist schon eine Stadt zum Bummeln, oder? Ja, ist zum Bummeln, zum Pumpen. Ja, ganz genau. Super, ich werde Ihnen jetzt zwei, drei Fragen stellen über Marokko. Kennen Sie Marokko? Waren Sie schon mal da? Haben Sie Nein, erfahren? Ich weiß es natürlich von der Landkarte her, wo es zuzuordnen ist, aber ich selbst war noch nie in Marokko. Nein. Haben Sie den privaten Kontakt zu Marokkanern? Ja, in der Verwandtschaft ist jemand, also um drei Ecken Cousine mit einem Marokkaner verheiratet. Glücklich und haben schon drei Kinder. Das ist sehr schön, das hört man gerne. Kennen Sie denn das marokkanische Viertel in Oberwil? Jein, weil ich schon durchgelaufen bin, aber ich wusste jetzt nicht, dass sich das marokkanische Viertel nennt. Also genau, das ist in Oberweg und das ist die Ellerstraße und das nennt sich halt marokkanisches Viertel, weil da überwiegend marokkanische Läden sind, marokkanische Restaurants, marokkanische Reisebüros, marokkanische Friseure. Waren Sie da, also Sie haben zwar schon von gehört, aber waren noch nicht da? Durchgelaufen, aber jetzt nicht bewusst wahrgenommen, dass es ein marokkanisches Viertel ist. Also es ist wahrscheinlich für mich ähnlich, wenn ich durch das japanische Viertel laufe, dann fällt schon auf, dass da halt mehr Japaner, japanische Schrift und so weiter. Und ob das dann auch für das marokkanische Viertel, müsste ich mal aufmerksamer durchgehen. Ich glaube, das fällt nicht so auf, weil hinten in der Ellerstraße gibt es auch ein Netto und es wohnen ja auch Deutsche und so in der Ellerstraße. Vielleicht durch diese Mischung fällt das wahrscheinlich nicht so auf. Sehr schön, dass da auch Deutsche wohnen. Ja, natürlich. Ja. Nur ein bisschen Mischung, ja. Natürlich, ja, das ist ja auch wichtig, ja. Also man sollte sich ja irgendwie nicht so gruppieren, sage ich mal, ja. Also, was soll ich jetzt noch sagen? Mir fällt immer nur dazu ein, wenn ich jetzt in einem fremden Land, würde ich glaube ich auch erstmal schauen, wo sind noch Deutsche, weil die vielleicht von der Verständigung her und von der Mentalität, würde ich mich wahrscheinlich auch erstmal in einem Haus daneben niederlassen. Sicherheit oder weil es einfach besser ist und ich schätze mal, das geht es jedem so, der aus einem anderen Land kommt, in eine andere Stadt zieht und dann auch erstmal schaut, wo wird meine Sprache, meine Muttersprache gesprochen und dann fühlt man sich da vielleicht auch ein bisschen wohler erstmal. Ja, vielleicht hat man ja auch Angst, dass man irgendwie nicht so richtig akzeptiert wird und dann von vornherein schon den anderen Weg wählt und eher so in seinem Kreis sich auffällt. Ne?
Ja, super, das waren schon die Fragen. Das waren schon die Fragen. Ja, ganz kurz und knapp. Ich danke Ihnen fürs Mitmachen und wünsche Ihnen natürlich auch einen schönen Tag. Ja, ich hoffe, es gelingt mit diesem Projekt, dass da mehr Verständnis entsteht und ja, keine Ängste entstehen, einfach Ängste abgebaut werden, welche auch immer. Ja, also wir hoffen sehr, dass das funktioniert. Also ich bin ja Deutsche, meine Kollegen sind Marokkaner und das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Dass aber wir auch mit dem Kopftuch, Deutsch sehen die jetzt auch auf den ersten Blick nicht aus, ne? Ja, ich sehe nicht deutsch aus, aber ich sage ja auch immer dazu, dass ich Deutsche bin und ich meine, das hört man ja auch an meinem Akzent und ja, wir wollen auf jeden Fall einiges noch erreichen und dafür brauchen wir auch die Unterstützung von anderen und ja, Sie können uns auch gerne, haben Sie die schon? Ich habe den wieder. Wir haben hier Facebook, Instagram, da können Sie sich auch über uns erkundigen und wir haben auch eine Homepage und hier auf unserem YouTube-Kanal wird das Video dann hochgeladen, da können Sie es dann anschauen. Okay. Super. Gut. Vielen Dank. Okay. Dann viel Spaß noch beim Shoppen. Drei. السلام عليكم مرحبا بكم في القناه التجاريه المغربيه الحياه المغربيه ام دي بي تي في. اليوم معنا ضيفه المباشر في الارشطات في دوسلدورف وسولوها على بعض الحوايج على المغاربه اللي عايشين هنا في المانيا. السلام عليكم سميره. وعليكم السلام. عرفينا بعدين. سميره عايشه في المانيا في دوسلدورف من مدينه في طالطايبه. اوكي. 13 سنه في المانيا. مرحبا متشرفين. والسؤال ديالي سؤالي الاول هو على تعرفينا ولا تحكينا شي شويه واش المغاربه هنا اللي في المانيا منسجمين مع بعضياتهم ملتحمين ولا واش اعطينا واحد الصوره ايجابيه للشعب للمغاربه ولا العكس؟ انا حسب تجربتي انا ماشي ما عايشاش اكثر من 20 عام ولا 30 عام حسب تجربتي 12 سنه ولا 10 سنين دابا نقول المغاربه ما باينينش بزاف هنايا ما كنهضرش على المانيا ما كنهضر على دوسلدورف ما تيبانوش ليا بزاف ما كيبانوش ليا متحدين بزاف ولا كيديروا شي اجتماعات لا نقدروا نعاود نقولوا فيهم شنو خاصنا هنا في المانيا شنو ناقصنا شنو المشاكل اللي كتكون عندنا مشاكل مع الالمان مع الادارات شحال حاجه كنبغيوها ما كنقدروش نوصلوا لها لان ما كاينش شي مساعدات ولا شي اماكن معروفه على المغاربه نقدروا نمشيو ليها ونسولوا اما بالنسبه كاين الى الاشخاص هذه معروفه كاع المغاربه كيمشيو تما زعما حي مغربي 100% تيبان لي بان المغاربه تما مزيانين ما كيديرينش مشاكل ولا ماشي بحال جاليات اخرين مثل الافغان ولا لا كيديروا مشاكل بالنسبه لك مشاكل في المانيا ولا شي زعما كتبان لي بان السمعه المغربيه مزيانه ولكن المغاربه كيديرين هما ما فارضينش راسهم في المجتمع الالماني ما كيبانوش واخا عندنا طاقات كثيره وكبيره ومعروفين ولكن كلشي في خفاء ما باينش بزاف كنسمعوا ولا واحد جوج في البرلمان ولكن كلشي ما عارفينش صوره كبيره على المغاربه مبينين والو هذا هو الغلط اللي دايرين المغاربه ولا الجاليه المغربيه ما فارضينش الوجود ديالهم واخا عندهم طاقات كلشي ما فارضينش الوجود ديالهم انا كنهضر على دوسلدورف يمكن في فرانكفورت ولا اماكن اخرى يمكن موجودين ولكن في دوسلدورف تيبانوا لي قلال وحتى تيبانوا لي الجاليه المغربيه شويه من غالقه على نفسها ما كتبغيش مغالقه على الاخر وما تبغيش دير شي نتمنوا ان شاء الله في المستقبل القريب نتعاونوا جميع ان شاء الله ونكونوا جاليه ان شاء الله وحده ما بيناتنا يبينوا المغرب راه بزاف د الحوايج فيه مزيانين من خير الثقافه المغربيه السياحه في المغرب الاكل المغربي بزاف الحوايج هنا ما كنلقاش في دوسلدورف غير مطعم مغربي يبين على كل كبير زعما يكون دوسلدورف ما كاين من غير ايراش خاص وعندنا بزاف الحوايج ما فهمتش انا من غلط علاش واش من القنصليه ولا من الوزاره ديال الخارجيه ديال الجاليه المغربيه ما عطيتش حق الجاليه المغربيه ما بغيتش نعمم ولكن كاينين كثير اغلاط خاصهم يتصلحوا بالنسبه للجاليه المغربيه اوكي شكرا لسميره على الانترفيو ونتمنى نلقاكم ان شاء الله في فرصه قادمه.